Hallo? Hallo und herzlich willkommen im Namen des Tunnelbohrer-Kampagnenteams, im Namen der Esslinger Gruppe gegen Stuttgart 21 zu unserer Demonstration Tunnelbohrer zerstört Stuttgart. Stuttgart 21 ruiniert das Land und die Esslinger zahlen mit. Ja, liebe Freunde, wir möchten auch in Esslingen zeigen, dass es so nicht weitergehen kann. Wir wollen den Bürger in Esslingen aufklären und mitnehmen im Kampf gegen das dümmste Bahnprojekt der Welt. Wir tun das, weil es unsere Pflicht ist, die Wahrheit zu sagen. Wir tun das, weil es noch nicht zu spät ist. Wir tun das aus voller Überzeugung. Und wir tun das, weil das Bauen ohne Sinn und Verstand, das sinnlose Verprassen unserer Steuergelder, das sinnlosen Zerstören unserer Stadt endlich ein Ende haben muss. Bevor wir unsere Demo durch die herrliche Stadt Esslingen beginnen, hier noch einige Dinge, welche ich als Versammlungsleiter ansagen muss. Nicht dabei haben dürft ihr Waffen aller Art und ähnliche Gegenstände. Nicht dabei haben dürft ihr Feuerwerkskörper und Fackeln. Fahrzeugen von Rettungsdiensten, Feuerwehr ist die Durchfahrt zu gewährleisten. Die Zugänge zu Ladengeschäften müssen frei bleiben und der Fußgängerverkehr muss ermöglicht sein. Ihr dürft keine Schäden anrichten. Den Anordnungen der Polizei ist Folge zu leisten. Ich denke, wir kennen das. Wir demonstrieren so wie immer friedlich, fröhlich, mit guter Musik und vor allen Dingen mit ganz starken Argumenten. Hier haben wir wieder. Aufgrund der Wahlen treffen wir heute auf Infostände der Parteien. Oh Gott. Vielleicht treffen wir auch auf den einen oder den anderen bekannten Politiker. Das ist sehr gut möglich. Ich bitte euch, auch wenn es schwerfällt, sachlich und korrekt zu bleiben. Anfeindungen und Emotionen werden gegen uns benutzt. Das haben wir nicht nötig. Mit einem ruhigen Gespräch erreichen wir weit mehr. Anpöbeln, das tun wir nicht. Werden wir angepöbelt, hilft ein freundliches Lächeln. Die besseren Argumente haben wir, das wird uns die Zukunft zeigen. Noch ganz kurz, die Tunnelbohrkampagne hat sich entschlossen, sich selbst zu finanzieren. Es gehen Leute mit Spendendosen um. Ich bitte das entsprechend zu beachten. So, jetzt lassen wir das Tunnelbohrrad vor, wenn die soweit sind. Und dann beginnt die Demo. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir laufen jetzt durch die Innenstadt bis zum Postbiegelbrunnen. Dort wird es eine Zwischenkundgebung geben. Sagt jemand den Tunnelradleuten Bescheid? Ja, auf